Frischen Ball, frischen Ball. Frischen Ball. Danke. Die Serie Leadership im Sport geht weiter. Wir haben die Basketballmannschaft des TuS Herrensohr besucht. Vor Ort haben wir auch hier mit Trainer und Mannschaftskapitän über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an Mannschaft, Coach und Captain ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitän und Mannschaft sind. Als langfristiges Ziel für das Team ist eigentlich immer mehr Spaß zu haben. Das heißt, eigentlich ein Team aus dem ganzen Haufen der Jungs zu bilden und da natürlich am Schluss dieser Saison Meister zu werden und aufzusteigen. Ein langfristiges Ziel für die Mannschaft wäre für mich, die gesamte Mannschaft innen und außen attraktiv zu machen. Das bezieht sich natürlich zum einen auf die sportliche Entwicklung, verbunden vielleicht mit einem Aufstieg in eine höhere Liga. Das ist natürlich das eine, was immer motiviert. Zum anderen aber auch attraktiv machen nach innen, das heißt für die Fans vom Auftreten her, auch die Mitspieler unterstützen, den Verein unterstützen, sodass man insgesamt als Team mit einer sehr guten Situation den Verein repräsentiert. Und diese Punkte im Team so zu festigen, dass sie selbstverständlich werden, wäre eine schöne Sache. Die Mannschaft nennt als primäres Ziel geschlossen den Aufstieg in die Oberliga. Aber auch der Spaß am Sport ist wichtig. Auch nach den persönlichen, langfristigen Zielen von Trainer, Kapitän und Mannschaft haben wir gefragt. Persönliches Ziel, ich spiele jetzt ja schon ein bisschen länger Basketball, aber ich will natürlich der beste Basketballer werden, der ich selbst persönlich sein kann. Und das heißt dann auch, ein guter Kapitän für meine Mannschaft zu sein. In unserem Sport langfristig persönliche Ziele zu setzen, ist sehr, sehr schwierig. Viele Sachen sind von Gegebenheiten abhängig, die wir nicht beeinflussen können. Wechsel Studienplatz, Wechsel Arbeitsplatz. Wir sind ja keine Profis, also es gibt immer sehr schnell Veränderungen, auf die man nicht eingestellt ist. Deswegen ist eine langfristige Planung sehr, sehr schwierig. Aber zum einen verbunden natürlich mit einer guten Jugendarbeit kann man natürlich schon mittelfristig zumindest Ziele aufbauen, heißt dem Verein eine gute Struktur geben. Wenn es jetzt um meine eigenen Ziele geht langfristig, da sind eigentlich zwei Punkte zu nennen. Das eine ist, wenn ich mich irgendwann mal vom Team trenne, wäre es für mich wichtig, dass man im Verein auch vom Team her sagen kann, wir gehen im Guten auseinander. Das Team hat sich technisch, taktisch, kämpferisch, läuferisch verbessern können und man hat die Arbeit gesehen. Und zum anderen ist es so, wenn die Entwicklung der letzten beiden Jahre hier anhält, die ja sehr positiv ist, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, eine weitere Trainerlizenz zu machen und hier vielleicht noch weiter aufzubauen. Als persönliches Ziel nennen die Spieler, an sich selbst zu arbeiten und besser zu werden, eine Bereicherung für das Team zu sein, zum Mannschaftsziel beizutragen sowie Spaß beim Basketball zu haben. Coach Cheesy hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die drei größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Also Verpflichtungen gegenüber Spielern hängt ja auch immer mit der Mannschaft zusammen. Ist für mich als eins meine eigene Zuverlässigkeit, Einsatz und Engagement. Ich kann schlecht von einzelnen Spielern und der Mannschaft verlangen, immer zu arbeiten, sich verbessern zu wollen, wenn ich nicht selbst zuverlässig bin. Deswegen, bevor ich überhaupt an irgendein Training denke, das Allerwichtigste ist, ich bin da, und das ist auch der Punkt, den eigentlich im Verein jeder kennt, dass ich einfach, wenn Training ist, auch da bin, egal was ist. Das Zweite ist, das ist sicherlich intern der wichtigste Punkt, das bedeutet, dass man den Spielern beibringt, dass alle Entscheidungen, alle Kritik auf einer fairen Entscheidung beruhen. Das heißt, Fairness der Entscheidungen muss nachvollziehbar sein. Wenn jemand nicht spielt, muss es nachvollziehbar sein. Wenn man im Training kritisiert, auch. Die Spieler müssen das Gefühl haben, der Coach macht zwar Fehler, kann nicht alles korrekt machen, aber er versucht immer eine gewisse Fairness umzusetzen im Team. Dann kommt das auch wieder vom Team zurück. Davon bin ich überzeugt. Der dritte Punkt ist natürlich das Sportliche. Jeder, der diesen Sport betreibt, keiner ist Profi, aber alle investieren viel Zeit für die Durchführung ihres Hobbys. Dann muss auch jeder die Chance haben, sich sowohl individuell im Training verbessern zu können. Das Training muss also so aufgebaut sein, dass es eine individuelle Verbesserung gibt. Andererseits aber auch jeder Spieler merkt, dass er sich mit der Mannschaft positiv weiterentwickeln kann. Das heißt, ich muss nicht individuell der Beste sein,
um mich mit der Mannschaft weiterentwickeln zu können. Aber ich habe auch jedes Training nochmal für mich die Chance, mir einen persönlichen Schub zu geben. Sei es technisch, kämpferisch, physisch, egal. Aber es gibt immer eine Chance, sich ein Stück weiter nach vorne zu bringen. Weiterhin haben wir sowohl den Trainer als auch den Kapitän darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Dabei steht sowohl für den Trainer als auch für den Kapitän die Motivation an erster Stelle. An zweiter Stelle steht für den Trainer die individuelle Leistungsfähigkeit seiner Spieler. Der Kapitän nennt hier den Teamgeist. Auf dem dritten Platz steht die Fitness der Disziplin gegenüber. Auch der Kapitän sieht die Fitness als relativ wichtig an. Faktoren wie Taktik oder die Autorität des Trainers sehen beide eher im mittleren Feld. Was das Vertrauen der Spieler in den Coach sowie den Teamgeist und die Disziplin betrifft, haben Trainer und Mannschaftskapitän unterschiedliche Ansichten. An letzter Stelle steht wie letzte Woche beim Fußball für beide das Pampern einzelner Teammitglieder. Der wichtigste Erfolgsfaktor für den Mannschaftserfolg ist, so sind sich beide aber einig, die Motivation. Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Der Coach gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase wie auch am Wettkampftag ein größtmögliches Ausmaß an Aufgabenorientierung bei der Führung der Mannschaft für wichtig hält. Die Beziehungsorientierung hält er auf einem mittleren Niveau. In der Phase der Nachbereitung setzt der Trainer auf eine gleichermaßen hoch ausgeprägte Aufgaben- und Beziehungsorientierung. Der Mannschaftskapitän beschreibt den Führungsstil seines Trainers als im höchsten Maße beziehungsorientiert und im mittleren Ausmaß aufgabenorientiert. Die Mannschaft beschreibt den Führungsstil als in gleichem Maße stark beziehungs- und stark aufgabenorientiert. Insgesamt sehen sowohl der Trainer selbst als auch der Kapitän und die Mannschaft den Führungsstil des Trainers im Bereich des Teammanagers. Der Trainer selbst sieht seinen Führungsstil jedoch mit leichter Tendenz zum Drillmeister, bei dem die Aufgabenorientierung höher ausgeprägt ist als die Beziehungsorientierung. Der Captain beschreibt den Führungsstil als Teammanager mit leichter Tendenz zum Förderer, bei dem die Beziehungsorientierung höher ausgeprägt ist als die Aufgabenorientierung. Wie schon gesagt, bewegen sich aber alle Beschreibungen des Führungsstils im Bereich des Teammanagers, bei dem sowohl eine hohe Aufgabenorientierung als auch eine hohe Beziehungsorientierung vorliegt.